Wo sind wir? Hier habe ich dich gefunden. In diesem Spatzennest. Kurz bevor du geschlüpft bist, sind deine Eltern verschwunden. Nein! Du bist meine Mutter und ich bleibe bei dir. Richard, du kannst nicht mit nach Afrika. Das werden wir ja sehen. KinoCast. Hallo und willkommen hier zur neuen Ausgabe vom KinoCast. Neue Ausgabe heißt Nummer, Moment, jetzt gucke ich mal ganz kurz nach, 474, 474 mittlerweile. Und ich freue mich sehr, wieder die Kate hier begrüßen zu können. Hallo Kate. Hallo Erik. So, wir haben uns an diesem heißen Tag, irgendwie über 30 Grad heute gewesen, haben wir uns jetzt doch mal in das Studio geflüchtet und nehmen für euch die neue Sendung auf. Pickepacke voll mit Filmthemen. Die Kate war allerdings nicht mit in der Sneak, aber ich habe mir das gegeben. Anscheinend hat sie geahnt, was da kommt oder so. Ich weiß, das war der Feiertag, der Montag, ne? Stimmt. Der Kopf war so dicht. Ich weiß nicht warum. Ich glaube, das war das Wetter. Ja, wenn du nicht arbeiten kannst, da läuft es halt. Ne, du musst arbeiten, du brauchst die Vollgas. Ja, auf jeden Fall. Also, was dir entgangen ist, ist der Sneak-Film, den wir hatten. Der heißt Das unerwartete Glück der Familie Payan. Und der Originaltitel ist Le Petit Locataire oder so ähnlich. Also der kleine Mieter oder sowas, der kleine Untermieter. Und das unerwartete Glück ist jetzt kein Geheimnis, weil das sieht man schon auf dem Filmposter sogar und ist, dass die Frau, die schon doch ein beträchtliches Alter hat, weiß nicht, für eine Frau, also, naja, ich rede mich hier um Kopf und Kragen, also die ist auf jeden Fall so, dass er eigentlich damit rechnet, dass es nicht mehr bei ihr klappt, aber sie kriegt halt plötzlich noch ein Kind, also sie erwartet ein Kind, ihr wird es auf einmal schlecht und so und eigentlich hat sie nicht mehr damit gerechnet, also sie ist so irgendwie schon im Klimakterium oder so und ja, eigentlich hat da keiner mehr damit gerechnet und da stellt sie natürlich vor die Frage, zum einen will sie das Kind noch bekommen, weil das ja auch ein bisschen mit Risiko verbunden, wenn man doch schon etwas älter ist und ein Baby erwartet für eine Frau, ist das ja auch nicht so einfach dann. Und sie hat ja auch schon zwei Kinder und ja, der eine, der Sohn, der ist auf so einem U-Boot, ist der bei der Marine. Und ist da als Koch oder sowas, habe ich, glaube ich, gesehen, angestellt. Er ist immer ewig lang nicht zu Hause und die Schwester, also ihre Tochter, die kriegt ihr Leben überhaupt nicht so auf die Reihe. Die wohnt noch bei der Mutter und hat auch ein Kind, hat sie sich von irgendjemand anhängen lassen. Und ja, ihr Sohn, der hatte auch mal irgendwie eine Ehe, die ist in die Brüche gegangen. Und wir erfahren dann so peu à peu, dass insgesamt, also mit der Familie selbst, also ihr Mann ist so ein ehemaliger Sportler, wie nannte sich das? Leichtathletik, genau, nee, nicht Leichtathletik, doch Leichtathletik, also über den Kasten springen und Bock springen und sowas und so eine Sachen da. Und der trainiert jetzt noch so ehrenamtlich irgend so eine kleinere Mannschaft da im Ort, aber hat jetzt auch keinen richtigen Job und ihr Job ist es, in so einem Kassenhäuschen zu sitzen bei so einer Mautstelle. In Frankreich gibt es da ja sehr viele davon. Und ja, da sitzt sie nun also wird da auch keine Reichtümer irgendwie verdienen oder irgendwas. Und in die Situation, sie als einzige Verdienerin des Ganzen, stellt sich natürlich die Frage, mache ich da was oder ja, treibe ich ab oder kriege ich das Kind? Und das wird alles ewig lange ausgewalzt und wir erfahren dann halt auch noch mehr, was da alles noch so mit drumrum ist. Und das ist eigentlich... Also sollte jemand tatsächlich dieser Film, ich lese mal, vielleicht habe ich noch irgendwas vergessen hier. Die 49-jährige Nicole hat alle Hände damit zu tun, das chaotische Alltagsleben ihrer Familie, bestehend aus ihrem arbeitslosen Ehemann Jean-Pierre, ihren erwachsenen Kindern Ariel und Vincent, ihrer schusseligen Mutter, eine Mutter wohnt da auch noch mit, die ist irgendwie so halb dement, der einzige halbwegs Lichtblick in dem Film. Und ihre flippigen Enkelin Zoe zu managen. Da bringt ein Besuch beim Frauenarzt unerwartete Neuigkeiten. Sie ist schwanger. Sie war sich eigentlich sicher, die Wechseljahre erreicht zu haben. Bla bla bla. Okay,
Also das ist die Filmbeschreibung, was jetzt ein bisschen nach einer lustigen, fröhlichen, französischen, chaotischen Komödie klingt, ist eher so, naja, ich weiß nicht, kennst du noch die Familie Flotter? Diese abgefuckte ja. niederländische Familie, so ja. ungefähr. So ungefähr ist das oh hier je. Auch. Das ist alles einfach nur, da ist einfach übelst viel Drama auch mit dabei und dann passieren ja auch irgendwie, es ist nicht locker leicht, das ist ja als Komödie bezeichnet, aber es ist eher so eine Art von Ätzen, die es ist weder jetzt irgendwie besonders witzig, noch man kennt doch die Darsteller alle durch die Bank weg überhaupt nicht. Also es ist nicht mal so, dass du sagst, hey, der und der ist da drin. Es ist einfach, es ist langweilig, langwierig, langatmig und ja, ich weiß nicht, wohin will der Film und ich weiß nicht, hat sie mit dem Chris mal geredet, was der gesagt hat? Fand er irgendwas nicht. Was Gutes da dran? Er hat gar nichts groß dazu gesagt. Meistens ist es eher so, dass er entweder sagt, oh Gott, hast du nichts verpasst oder oh, der Film war total genial, du hast voll was verpasst. Aber in dem Fall... Da kennt er nur schwarz und weiß hier. Gar nicht. Okay. Also es war einfach nur Stille. Wahrscheinlich wollte er dich vor Schlimmeren bewahren oder so. Ich kann ja mal gucken, wie er abgestimmt hat hier, ob ich das sehe. Sehe ich das hier? Ich sehe das gar nicht. Was hat er? Ach doch, hier eine 2 Punkte hat er gegeben. Also hat er gar noch weniger Punkte gegeben als ich hier. Ich weiß nicht, ich kann nicht mehr viel darüber sagen. Und ich lese gerade eine gute Wertung von dem Film. Mit ihrem Spielfilmdebüt gelingt der französischen Regisseurin Nadège Loiseau ein wunderbares Feel-Good-Movie à la Française. Nein, definitiv nicht. Also, nein. Also Feel-Good-Movie ist eher so ein, dieser Monsieur Pierre geht online oder irgend sowas. Das war echt lustig und herzerfrischend. Und das war einfach nur... Du siehst ja die ganze Zeit irgend so eine ätzende, abgefuckte Unterschichtenfamilie, die versucht irgendwie ihr Leben auf die Reihe zu bekommen und die kriegen es alle nicht auf die Reihe und das ist alles einfach nur bäh und ja, dass sie natürlich dann das Kind kriegen will, das ist ja klar, sonst gäbe es keinen Film, ne, also ja. Ach, und dann wozu das dann alles führt und aber alles, das muss man nicht sehen, ne. Nee. Klingt auch echt langweilig und irgendwie schon mal erzählt. Ja, wenn ich jetzt hier einmal die Facebook-Seite aufhabe mit unseren Wertungen, also wir stehen da glaube ich nicht so alleine. Einer hat hier 8 Punkte gegeben sogar. Ich frage mich, ob der denselben Film gesehen hat. 2 Leute haben 7 Punkte, 3 Leute haben 6 Punkte und dann geht es eigentlich nach unten gut weiter. Also 4, 3, 2, 1. Ja, aber meistens ist es ja so, wir hatten doch schon mal so was in der Art, wo dann einfach gesagt wurde, wahrscheinlich haben wir den Film nicht verstanden. Das kann... möchte ich jetzt nicht ausschließen hier und ich sag mal so, Filme sind ja auch immer Geschmackssache, also, aber mein Fall war es halt nicht. Ne? Es kann natürlich sein, dass jemand sagt, boah, das hat mir genau aus dem Herzen gesprochen und das genau diese Situation und ja, keine Ahnung. Wenn das gerade bei irgendjemandem den Nerv trifft, man kennt das ja von sich selber, wenn man irgendeinen Film guckt und man kann da irgendwie gerade in dem Moment mitfühlen, da wird gerade irgend so ein bestimmter Trigger da erwischt. Hatte ich schon des Öfteren, ja. Aber bei dem Film definitiv nicht, also nee. Und irgendwie ist, also ich mag ja französische Filme durchaus, ich bin ja da ein bisschen vorbelastet, aber es ist langsam mal gut mit diesen französischen Filmen in der Sneak, ich will gerne mal wieder was anderes sehen. Ja, ich auch, das wäre mal schön. Der dritte in der Folge oder so, also oder nee, warte mal, der Erfindung der Wahrheit war dazwischen noch, aber relativ viele, wir hatten schon relativ viele französische Filme jetzt in letzter Zeit, ist langsam mal gut. Wir wissen es. Wir wissen es jetzt. Ja, also für mir 3 Punkte, ich habe es schon erwähnt. Muss ich auch gar nicht länger irgendwie großartig ausschmücken. Also, wenn ich sagen müsste, was mir da alles nicht gefallen hat in dem Film, aber es ist halt einfach so eine, ja, die ganze Zeit auf so einem, es ist keine Feel-Good-Komödie. Also, derjenige oder diejenige, die hier diese Kritik geschrieben hat, ich weiß nicht, ob die denselben Film gesehen hat, weil es ist einfach, ja, es ist eher so ein eher bitteres als ein süßes Drama. Und ja, nee, lass uns sein. Haken dran, das unerwartete Glück der Familie Payan war auf jeden Fall kein unerwartetes Glück in der Sneak Preview.
Ich bin gespannt, was die Leinwandperlen sagen. Ich glaube, die hatten den auch. Mal gucken, wann den ihr Podcast erscheinen, muss ich da mal reinhören. Vielleicht haben die den ja abgefeiert oder so. Wer weiß. Da kommen wir gleich mal zu den Sneak-Tipps. Wie sieht es denn da für morgen aus, Kate? Also der Tipp für morgen ist diesmal ein Zitat von Tolstoi und lautet: Alle glücklichen Familien sind einander gleich. Unglücklich ist jede Familie auf ihre eigene Art. Das passt natürlich mal wieder auch viel, muss ich sagen. Der Thomas hat wieder zwei Tipps abgegeben und diesmal habe ich mir vorher sogar angeguckt, was er getippt hat. Er hat zum einen getippt: Ich wünsche dir ein schönes Leben. Da geht es um eine Frau, die adoptiert ist und irgendwann versucht, ihre leibliche Mutter zu finden. Das aber nicht direkt funktioniert, aber sie dann doch auf irgendeine Art und Weise, aufgrund ihrer Arbeit, aufeinandertreffen. Es aber am Anfang nicht wissen, dass es die Mutter und die Tochter sind. Ein französischer Film übrigens. Darum geht es. Das ist die Inhaltsangabe. Ja, es ist ein französischer Film. Und der zweite Film, den der Thomas getippt hat, ist Loving. Es ist kein französischer Film, aber es ist da geht es um ein Pärchen in den 50er Jahren. Er ist weiß, sie ist schwarz und sie wollen heiraten. Und das gibt halt in ihrem Heimatstadt Virginia große Probleme. Und sie wollen dann nach Washington fahren. Da könnten sie nämlich heiraten, das tun sie auch. Und als sie dann zurückkommen, erwartet sie halt entsprechende Feindschaft von ihren Nachbarn, Freunden und ja, darum geht's halt. Ja. Okay. Das sind die beiden Filme, die der Thomas getippt hat. Ja, dann versuche ich mal meins noch irgendwie. Ich habe ja auch was getippt. Was hatte ich? Trespass Against Us mit Michael Fassbender. Wenn ich mich da richtig erinnere, ging das um irgendwelche Mafia-Familien. Also da ist einer irgendwie in einer Mafia- oder irgendwie kriminellen Familie und da geht es halt wirklich so ein bisschen, ja, mit so verschiedenen kriminellen Familien leben die da relativ nah beisammen und ja, irgendwie war da was, deswegen könnte das ganz gut auf diesen Tipp passen, hatte ich irgendwie in Erinnerung. Und was war das andere? Zum Verwechseln ähnlich. Okay, da muss ich mal ganz kurz gucken, worum es da ging. Aber irgendwas habe ich mir dabei gedacht. Weil es ein französischer Film ist. Könnte sein, das war ja das andere jetzt auch. Dein, warte mal, zum Verwechseln ähnlich. Ach so, da lebt einer in Paris, im Blumenladen. Es gelingt ihnen sogar, ihre in Afrika lebende Familie glücklich zu machen, indem sie die Traditionen der Heimat wahren. Seit Jahren versuchen sie, ein Kind zu adoptieren. Die Freude ist groß, als ihnen mit dem kleinen Benjamin vom Amt ein Baby angeboten wird. Der süße Pflegeleiter, ach so, da adoptiert quasi eine schwarze Familie aus dem Senegal ein weißes Kind. Und da gibt es dann auch irgendwie. Und dann gibt es irgendwie ein Thema mit Familienzusammenführung oder sowas. Ja, können natürlich sein. Also, weil es wirklich irgendwie französische Wochen da in der Sneak sind. Also, ich würde ja tatsächlich mal mich freuen, wenn kein französischer Film kommt. Also, bitte entweder Loving oder Trespass Against Us. Hätte ich kein Problem mit. Okay, na dann schauen wir mal, was uns da erwartet. So, ich guck mal ganz kurz die Überflieger. Ich war nämlich hier im Kino, wir hatten ja das auch als Dings hier zum Verlosen gehabt, ne? Mhm. Kannst dich erinnern, Freikarten. Da hatten wir auch Tickets gekriegt, damit ich das mal rezensieren konnte. Und da waren wir im Kino, der Kleine und ich, und haben uns angeschaut, die Überflieger. Kleine Vögel, großes Geklapper. Und jetzt muss ich mal ganz kurz nochmal eine Seite aufrufen, wo hier die Inhaltszusammenfassung steht. Die war zwar nicht so umfangreich. Ich finde es gerade nicht. Ach, hier. Also es geht auf jeden Fall um so einen kleinen Spatz und gleich dramatische Szene am Anfang. Beide Eltern sterben. Und das Ganze, bevor er aus dem Ei schlüpft, sodass er sie eigentlich noch nie gesehen hat. Und in dem Moment, wo er gerade aus dem Ei schlüpft, ist aber gerade ein Storch bei ihm auf dem Nest und er denkt, das ist seine Mama. Und die kümmert sich auch sehr rührend um das kleine, um den kleinen Spatz, füttert den auch. Und dann kommt halt irgendwann der Moment,
wo die Familie, die Storchenfamilie, aufbrechen muss in den Süden. Und der kleine Spatz kann ja nicht so weit fliegen, hat da nur kleine Flügel und so und ist halt kein Storch und ist aber trotzdem jetzt schon irgendwie ein Dreivierteljahr bei der Familie, bei der Storchenfamilie aufgewachsen. Die haben auch ein eigenes Kind, ein Storchenkind, mit dem versteht sich der kleine Spatz sehr gut. Und dann wollen die in den Süden halt aufbrechen und er will halt gern mit und das geht natürlich nicht und deswegen brechen sie bei Nacht und Nebel auf und lassen ihn schlafen und als er dann aufwacht, sind die alle weg, oje oje. Und der richtige Storchensohn, der hat aber gesagt, nee, lass uns ihn doch mitnehmen und so, kann ihn doch einer tragen und so, er ist doch mein Freund. Und ja, machen sie aber dann doch nicht, sondern fliegen halt einfach dann los. Und als der kleine Spatz das dann merkt, begibt er sich dann halt auf die Reise nach Süden, fliegt erstmal so ein bisschen in die falsche Richtung, kriegt dann auch ein bisschen Hilfe. Und ja, viel mehr will ich da jetzt mal nicht erzählen. Also er kommt in diversen europäischen Ländern vorbei, wo er auch andere Tiere dort trifft und so, unterhält sich mit denen, ist so ein bisschen Lokalkolorit, möchte ich es mal nennen, mit dabei. Das ist jetzt kein Disney-Pixar-Film, wo man als Erwachsener irgendwelchen hintergründigen Humor entdecken kann, sondern das ist halt wirklich ein ganz einfaches Märchen für Kinder. Ja, aber was jetzt damit nicht schlecht sein soll, sondern ich finde persönlich, solche Filme gibt es im Kino fast noch ein bisschen zu wenig für die kleinen Kinder, weil ich kann mich erinnern, als ich so ganz klein war, bin ich halt auch gern ins Kino schon gegangen, hat mich meine Mama damals mitgenommen und das fand ich halt auch sehr toll. Da gab es dann halt irgendwelche Zeichentrickfilme vom Hase und Wolf bei uns und so. Finde ich halt schön, wenn es sowas gibt, wo man mit den ganz Kleinen schon reingehen kann, was jetzt nicht keine zu schwere Geschichte hat und der auch nicht so lange geht, der Film, weil der ging auch, Moment, steht hier irgendwo, wie lange der ging? Also gefühlt war der keine 84 Minuten, also aber ist jetzt nicht so irgendwie so ein 2-Stunden-Epos. Und ja, ist nett gemacht, hat auch, sehe ich gerade hier, Prädikat besonders wertvoll bekommen, also ist auch für Kinder gut geeignet, würde ich mal sagen. Und es ist halt so, wie es bei den meisten Zeichentrickfilmen ist, ob es nun Toy Story ist oder irgendwas, es geht halt irgendjemand verloren und einer muss jemand suchen. Also da wird halt mit der Angst der Kinder gespielt, dass sie irgendwo zurückgelassen werden. Und da können sich halt viele, denke ich mal, ganz gut rein nachvollziehen. Und da wird halt auf die Weise. Und er erlebt halt, er überwindet halt viele seiner Ängste und kann halt auch Sachen schaffen, die er eigentlich gedacht hat, er schafft es nicht. Und schöner Film. Also für Kinder und für Erwachsene tut es jetzt auch nicht weh. Also es gibt ja Filme, wo man denkt, um Gottes Willen, was ist das für ein Schrott? Aber hier, ja, netter Film. Mehr kann ich dazu nicht sagen. Ich erwarte mal noch, wir hatten ja die Freikarten verlost und glaube Poster hatten wir. Mhm. Vielleicht war ja da jemand auch im Kino und kann mal einen Kommentar schreiben, wie er oder sie oder die Kinder es fanden. Würde mich mal interessieren. Ist auf jeden Fall eine europäische Co-Produktion, das Ganze. Also ist auch ein europäischer Film, kommt jetzt nicht von sonst woher. Kann man durchaus mal angucken. Ja, ist niedlich gemacht und gibt es ein paar Sachen. Also wird natürlich wieder gesungen und so. Und ja. Okay, also die Überflieger, kleine Vögel, großes, und zwar auch angenehm, dass es in 2D war. Die meisten Animationsfilme heutzutage sind ja irgendwie in 3D. Das ist halt für die ganz Kleinen auch schlecht, weil die kriegen das nicht so richtig hin mit der Brille und so und mit dem 3D-Effekt. Da ist es schon ganz nett, wenn man da mal so einen Film reingehen kann. Läuft ja noch im Kino, glaube ich, in manchen Ecken. Also wir hatten, glaube ich, nur noch eine Zeit gehabt, wo wir den sehen konnten. Also vielleicht erwischt er den noch. Netter Ferienfilm vielleicht. Okay, dann machen wir mit den anderen Filmen weiter. Du hast auch was geguckt. Habe ich noch nie davon gehört, von dem Film. Was ist denn das? Ich habe auch was geguckt. Und zwar, da fliegt auch was durch die Gegend. Nicht nur bei dein kleiner Spatz, sondern ich habe auf Sky, ich habe versehentlich den englischen Titel in unser Dokument geschrieben. Im Deutschen heißt der Film Elliot der Drache. Ach so, ja, jetzt sagt es mir was. Ja, und im Original heißt der Film halt Pete's Dragon. Was ich übrigens viel schöner finde, den Titel mal wieder. Aber das ist ein Remake von Elliot und das Schmunzelmonster. Ja, Elliot das Schmunzelmonster. Das ist quasi die Auflage dazu. Ja. Der Film startet, wie so viele Filme von Disney, relativ traurig.
Ein kleiner Junge ist mit seiner Familie im Auto unterwegs und es passiert ein Unfall. Und der einzige Überlebende ist dieser kleine Junge. Und der schnappt sein Buch über das, er hat so ein kleines Buch immer bei sich von seinen Eltern, und läuft los, halt total verwirrt und weiß nicht, was er tun soll. Und trifft im Wald auf einen Drachen, den er dann später Elliot nennt, weil das ist der einzige Name, den er außer seinem kennt, weil er in dem Buch drin steht. Da geht es nämlich um so einen tapferen Jungen namens Elliot. Und der kleine Pete und Elliot leben seitdem zusammen im Wald. Und wie es halt immer so ist, das bleibt natürlich nicht so Friede, Freude, Eierkuchen, ne? Denn der Wald wird gerodet. Immer mehr dringen sie in die Zone ein, in der Elliot und Pete leben. Und dementsprechend kommen dann auch Menschen in die Geschichte rein. Unter anderem eine Försterin, die da versucht, ein bisschen Einhalt zu gebieten, dass die Förster, beziehungsweise dass die Waldindustrie nicht so weit hineinschreiten kann. Und sie trifft auf den kleinen Pete und versucht ihm zu helfen und glaubt halt, dass er schutzbedürftig ist und das ist halt ein Junge, der total verdreckt mit langen Haaren im Wald rumläuft, ne? Und nimmt ihn dann quasi in seine Obhut und er will aber eigentlich zurück. Er will zurück zu Elliot und versucht ihr dann auch klarzumachen, dass das alles in Ordnung ist und dass er dort zu Hause ist. Und so entsteht diese Geschichte um diese Familie und um diesen Drachen. Was eigentlich echt charmant gemacht ist. Der Film hat manchmal ein bisschen seine Schwierigkeiten. Er ist relativ seicht erzählt, weil ich glaube, dass er sehr für Kinder ausgelegt ist. Ich finde, er hätte mal ein bisschen mehr Fahrt aufnehmen können. Der Drache ist super animiert. Ich finde den total kuschelig. Ich würde ihn nicht selber haben. Es schal lieber auch. Ansonsten, die Schauspieler sind auch ziemlich cool. Das ist nämlich zum Beispiel die Försterin spielt Bryce Dallas Howard, die wir aus Jurassic World kennen. Das ist, glaube ich, die eine der bekanntesten. Robert Redford macht noch mit, der spielt ihren Vater. Und ansonsten, wer ist noch dabei? Wes Bentley kennt man vielleicht noch kennen. Die Jungschauspieler in dem Film, es gibt noch ein junges Mädchen, sind relativ unbekannt und auch Pete ist relativ unbekannt, der den Pete spielt. Ansonsten ist ein wirklich süßer Familienfilm, kann man auch mit Kindern gucken, auch wenn er so traurig anfängt. Kann ich absolut empfehlen, er ist richtig süß. Und man will Elliot haben. Ich kenne ja Er ist den so toll. Original. Kennst du den Originalfilm eigentlich? Also Ich kenne die Serie. die Serie. Ich kenne nur. Es gab mal eine Serie mit Elliot, waren echte Menschen und man hatte den Elliot als so eine Art Comicfigur in die Serie reingesetzt. Okay, das kenne ich jetzt Das nicht. kenne ich noch. Ja, das Das kenne ich kenne ich noch. nicht. Ich kenne nur den Disney-Film ist das, glaube ich. Elliot, das Schmunzelmonster. Habe ich aber Ja. vor vielen, vielen Jahren. Wie als ich klein war. So, der muss sehr alt sein, Ja, der Elliot, Film. der Drache ist auch wieder Disney. Und der war eigentlich auch so, also kindgerecht und ziemlich gut gemacht. Ja. Hier auch der Fall. Ja, die Freundschaft zwischen den beiden ist einfach so süß, Da wirklich. Also kommt jetzt auf Sky, da werde ich den mal irgendwie aufnehmen oder so. Werde ich auch mal der ist gucken. wirklich süß. Gibt's so eine schöne Szene. Die haben so eine kleine Höhle, in der die dann immer schlafen und die schlafen immer beieinander und der Drache, der ist so lustig, der ist quasi wie so ein Hund, der sich dann auf den Rücken dreht und den Fuß Genau, ja. wackeln lässt So habe ich und so habe ich den Film auch in dann Erinnerung, ja, dass der eher so wie ein Ja, und Hund dann war. liegt der kleine Pete auf ihm drauf und krault ihm den Bauch und dann wackelt der Fuß noch mehr. Und das ist echt total goldig. Und wie gesagt, der ist auch richtig gut animiert. Ja? Muss man schon sagen. Und es gibt auch schöne Flugszenen von dem Drachen. Das ist echt, echt schön gemacht. Es gibt natürlich dann auch noch eine dramatische Entwicklung in der Geschichte, kann es auch anders sein. Also wirklich rundum eigentlich ein ganz, ganz toller Film. Er hätte ein bisschen mehr Pep haben können. Also Chris hat versucht, den mitzugucken. Ja, dann irgendwann gesagt, ich finde den Film langweilig. Also ich fand ihn super süß. Chris fand ihn ein bisschen langweilig. Deswegen hätte vielleicht noch ein bisschen einen Kick.
hat noch gefehlt. Okay. Aber ansonsten absolute Empfehlung. Ich werde den auch mal sichten, wenn ich den mal irgendwie erwische. Dann, ich glaube, das kann man mit Kindern gucken. Es geht. Ja, doch. Ich habe auch ein Remake geguckt, tatsächlich. Nämlich das Remake von Die glorreichen Sieben. Und ich habe verzweifelt gesucht. Ich dachte, ich hätte mit der Luise schon mal irgendwie darüber geredet, dass sie den Film gesehen hatte. Ich dachte, wir haben in der Sendung mal drüber geredet, aber es kann sein, dass das im Jahresrückblick irgendwie war. Ja, ich habe es nicht gefunden. Also falls irgendjemand von den Hörern sich spontan erinnert, in welcher Sendung das war, wo wir über Die glorreichen Sieben gesprochen haben, über das Remake Magnificent Seven, dann bitte mal Bescheid sagen. Den Film habe ich nämlich jetzt auch auf Sky geguckt. Und der ging irgendwie bei mir, ich wollte den gucken, kann ich mich erinnern. Dann kam aber damals irgendwie Hateful Eight, das war irgendwie relativ nah beisammen und so. Und dann habe ich irgendwie lieber Hateful Eight wegen Tarantino geguckt. Und irgendwie ging der dann bei mir doch ein bisschen unter. Den wollte ich mir vormerken für Blu-ray. Und habe es aber irgendwie nicht, irgendwie, ja, durch die Vielzahl der Filme und was man halt so guckt, ist der halt bei mir ein bisschen runtergefallen. Und eigentlich eine Schande, weil ich habe den jetzt geguckt. Ist ja von einem meiner Lieblingsregisseure, Antoine Fuqua, gedreht, der Training Day gemacht hat. Und ja, hier auch wieder mit Denzel Washington und Ethan Hawke, also das Dream Team wieder beisammen von Training Day, kann man fast sagen. Basiert natürlich auch wieder auf der, ja, glorreichen Sieben-Geschichte. Allerdings sind die Figuren hier etwas anders. Es gibt ein paar Anleihen an die Originalgeschichte. Die will ich jetzt mal nicht alle aufzählen, die könnt ihr selber entdecken. Chris Pratt ist noch mit dabei, der Star-Lord. Vincent D'Onofrio hat eine extrem coole Rolle. Dann ein gewisser Byung-Hun Lee spielt den Asiaten in der Clique. Der, wo hat denn der mitgespielt? Hat er irgendwas gemacht? Ja, Terminator Genesis, Rush Hour 4, Red 2, G.I. Joe. Weiß nicht, aber irgendwie kam der mir bekannt vor. Peter Sarsgaard spielt noch mit, Luke Grimes, Matt Bomer spielt mit, den kennen wir auch aus diversen Sachen. Der hat, glaube ich, auch in dieser einen Fernsehserie, die ich ganz gut fand, wo ich aber irgendwie so ziemlich der Einzige war, irgendwie Traveler hieß die, glaube ich. Ich fand Traveler auch gut. Ich weiß nicht, ob wir das... Ach nee, warte mal, Traveler steht bei ihm. Doch, Traveler, hier steht's. Ja, ich hoffe, wir meinen dieselbe Serie, weil da gibt es einige, die so ähnlich heißen mit Traveler und Travelers und so. Bei Chuck hat er auch mitgespielt. Ja, die Story kennt ja jeder irgendwie so, ist hier nicht viel anders. Die Exposition ist ziemlich cool gemacht von den einzelnen Figuren. Und dann gibt es halt dieses Dorf, was da unterjocht ist von so einem ganz üblen Typen. Und ja, das Dorf weiß sich halt nicht zu wehren. Und der üble Typ kann da halt machen, was er will. Und die rufen halt, oder die senden, wie heißt sie? Hayley Bennett. Genau, Hayley Bennett macht sich auf den Weg zusammen mit jemand anders, weil ihr Mann ist umgebracht worden von diesem üblen Typen und dann ist noch so ein Typ mit dabei, dessen Frau ist umgebracht worden und die machen sich dann halt auf den Weg, irgendwie Hilfe zu holen, dass sie irgendwelche finden, die denen helfen, das Dorf da zu verteidigen. Und so werden dann diese glorreichen Sieben dort ja herbeigerufen und müssen sich dann dieser riesigen Übermacht stellen, was sie teilweise dann mit Guerilla-Taktiken, wo sie sagen, wie sie sich da irgendwelche Schützengräben aufbauen oder wo sie halt Explosivladungen deponieren und die dann im richtigen Moment explodieren lassen. Und wie es im Originalfilm auch ist, es überleben nicht alle der Sieben und wer nicht überlebt, das werde ich natürlich jetzt nicht verraten, ist auf jeden Fall... Die Bedrohung ist spürbar die ganze Zeit eigentlich und ich fand den Film extrem spannend und gut gemacht. Ich habe aber hier so ganz üble Kritiken gelesen, von welchen so, boah, war das unspannend und so. Also gerade hier so auf Moviepilot, wo man ja so ein buntes Potpourri an Filmkritiken unten drunter einfach mal so schreiben kann. Ich weiß nicht, also ich fand den sehr, sehr spannend und gut gemacht. Das war endlich mal wieder ein richtig guter Western. Ist natürlich extrem Testosteron geladen. Also es spielt irgendwie nur, gefühlt nur eine Frau mit, also in dem ganzen Film und der Rest sind irgendwie Männer. Und aber es ist halt ein richtiger, wie ein richtiger Western halt, wie es früher halt so war. Das ist nicht irgendwie irgendwelches Shishi oder so. Gab es ja
diverse so Western-Remakes oder so Westworld, wo dann irgendwie noch versucht wurde, so zusätzlich Ebenen reinzubringen, sondern es ist ganz, ganz straighter Western. Es ist einfach klar, um was es geht. Es ist halt auch das Gute, wenn man schon ein bisschen die Story kennt, dann weiß man, in welche Richtung das geht. Und wenn die Personen vorgestellt werden, dann weiß man schon, kann man schon erahnen, welche Funktionen die in der Gruppe vielleicht haben und so. Und das fand ich wirklich, wirklich gut. Und ich habe gelesen, irgendwie, das war, dass Tom Cruise mal eine Zeit lang als Hauptdarsteller involviert war. Und da bin ich echt froh, dass das nicht geworden ist. Und sondern dass eben Denzel Washington hier die Hauptrolle hat, der macht es wirklich gut. Und Ethan Hawke sowieso, den mag ich ja total. Spielt ganz toll. Chris Pratt auch, extrem geile Rolle. Und ich würde jedem empfehlen, der den Film geguckt hat, wenn ihr noch nicht ganz so cool fandet während des Guckens vielleicht, dann lest euch mal auf der IMDb dann die Trivia durch, wo dann drin steht, an welchen Punkten des Films bestimmte Sachen vorausgesagt werden, die dann später eintreffen. Dann weiß man erstmal, wie viel Arbeit da drin steckt in dem Film. Und cooles Ding, also schönes Action-Kino, wer ein bisschen auf Western steht. Ist natürlich, es sterben ja Leute, aber ist jetzt nicht so düster wie zum Beispiel Erbarmungslos oder irgend sowas. Und was ja eigentlich die ganze Zeit so eine düstere. Hier sind auch ein paar Witze drin und die Leute haben ja immer ganz coole Sprüche parat. Und ja, kann man durchaus angucken. Antoine Fuqua's Die glorreichen Sieben, das Remake von 2016. Geht aber 2 Stunden und 10 Minuten, seid gewarnt. Ja. Aber trotzdem, kann man gucken. Läuft ja auf Sky. Also wer Sky hat, kann Sky gucken. Ansonsten kommt das ja bestimmt auch bald dann in die Streaming-Dienste rein und dann auf jeden Fall angucken. Jo. Achso, ja, ich habe ja nur noch was. Und zwar, wir hatten ja Rezensionsexemplare zugeschickt bekommen, diverse. Und eins steht noch aus, nämlich ein Film namens Morris aus Amerika. Und ich kann schon mal anteasern, dazu gibt es dann auch ein Gewinnspiel. Das heißt, ihr könnt eine Blu-ray oder eine DVD gewinnen, die habe ich beide hier. Also Originalverkaufsobjekte, also Original-DVD zum Verkauf, nicht diese Rezensionsdinger, sondern richtig mit Hülle und mit allen Pipapo. Und ich habe mir den Film tatsächlich heute angeguckt, weil ich gedacht habe, heute hatte ich irgendwie Zeit und ich wollte da mal kurz reingucken und ich fand den eigentlich so gut, dass ich den komplett durchgeguckt habe. Erstmal war ich etwas überrascht, weil am Anfang wird nur Englisch gesprochen und ich wollte dann mal gucken, wie das auf Deutsch ist und habe gesehen, oh, da gibt es überhaupt keine weitere Spur und dachte ich erst, es wäre ein Fehler. Aber ja, dieses kleine Problem werde ich dann gleich auflösen. Ich werde nämlich erstmal was zu der Geschichte erzählen. Morris ist ein kleiner Junge. Und der lebt mit seinem Vater alleine in einer Wohnung und hört so, macht so Hip-Hop, sein Vater rappt ein bisschen und sein Vater wird gespielt von diesem, Moment, jetzt muss ich mal ganz kurz gucken, wie der heißt. Das ist nämlich, den sieht man ständig in irgendwelchen, von Craig Robinson. Craig Robinson, den hatten wir, glaube ich, bei, das ist das Ende, oder? Bei Mr. Robot spielt er auch mit, Hot Tub Time Machine, genau. Bei Hot Tub Time Machine hat er auch mitgespielt. Den sieht man eigentlich ständig irgendwo. Mhm. Hat er jetzt bei Ananas Express hat er mitgespielt. Okay, also nicht bei This is the End. Oder hat er bei This is the End? Irgendwie bringe ich den mit This is the End. Egal. Der spielt seinen Vater und die leben allein. Wir erfahren dann so, dass die Mutter irgendwie, dass die nicht mehr da ist, dass die wohl verstorben ist. Und sie sind halt irgendwie alleine auf der Welt. Und dann kommt was. Das hat mich ein bisschen überrascht, das muss ich aber jetzt trotzdem erzählen, weil das sieht alles extrem aus, als wären die jetzt irgendwie in den USA oder so. Also am Anfang sieht man halt nur die Wohnung, dann gehen die auf einmal raus und sagen, hä, was, das ist die Straßenbahn und die Häuser sehen noch nicht aus wie die USA. Und dann stellt man fest, die leben in Heidelberg. Und der Film ist auch hier überall gedreht und ja, leben in Heidelberg und die sind dort halt hingezogen, also eher kommt halt, oder die kommen halt aus den USA, aus New York und sind halt dorthin gezogen und die Mutter ist halt gestorben und müssen halt jetzt irgendwie da in der Fremde sich zurechtfinden. Der Vater arbeitet
als Fußballtrainer, also richtig Fußball, nicht American Football, sondern ganz normales Fußball, wie wir es hier so kennen, weil das hat er auch irgendwie in den USA, hat er schon mal Fußball gespielt, als er noch jünger war, und da haben sie ihn halt angeheuert und klappt wohl auch irgendwie ganz gut. Und der Sohn geht halt hier in eine ganz normale Schule und hat auch eine Sprachlehrerin, die ihm so Nachhilfe gibt in Deutsch. Und er kommt nun langsam in das Alter, wo er sich dann auch so ein bisschen für Mädchen interessiert. Und es ist ja so, dass, ja, sag mal, in vielen Gegenden, gerade Heidelberg hat auch, glaube ich, einen Militärstandort, wenn ich mich recht erinnere, US-Armee oder so, ist es eigentlich nicht ungewöhnlich, dass da auch Amerikaner leben. Und diese Clique, die es da in der Schule gibt, die sind sehr der amerikanischen Kultur zugetan, sage ich jetzt mal. Also das sind halt irgendwelche Deutschen, die dann irgendwie ihr Basecap falsch rum aufsetzen und irgendwie Basketball spielen und sich da cool fühlen wie in der Bronx oder sowas. Und die finden es natürlich zum einen ganz cool, dass er da ist, aber er ist halt nicht so ein Socializer, der sich dann nun so gleich hier so, hey, ja, cool und so, sondern er zieht sich halt ein bisschen zurück. Das finden die erstmal nicht so cool, aber da so ein Mädchen dabei, das findet er ganz nett und beobachtet sie immer ein bisschen, und da gibt es dann auch so eine zarte Annäherung erst, und dann entwickelt sich daraus eine sehr schön gedrehte Coming-of-Age-Geschichte, weil er zieht dann auch mit dem Mädel ein bisschen los um die Häuser, und was da noch alles passiert, will ich jetzt mal nicht vorweggreifen. Also da gibt es dann noch diverse Spannungen auch mit seinem Vater und sonst was allen, und ein paar Drogen haben da auch noch mit was zu tun. Aber keine Angst, das ist jetzt keine Geschichte, wo man denkt, um Gottes Willen, da kommt ja ein Drogensumpf und alles ganz Drama oder so. Nee, ist alles wirklich sehr, sehr schön erzählt, und man sollte ein bisschen vielleicht auch Hip-Hop mögen, weil da ist auch sehr viel im Soundtrack drin und da ist auch ein bisschen Freestyle-Rap drin und so. Ich fand den überraschend gut, den Film. Und jetzt zu meiner Auflösung von meinem kleinen Problemchen mit der Tonspur. Der Film beginnt halt auf Englisch und hat deutsche Untertitel, kann man zuschalten oder auch ausschalten. Und dann springt er aber, wenn er dann halt mit Deutschen spricht, dann spricht er halt Deutsch. So dass ich halt am Anfang gedacht habe, der Film ist irgendwie auf Englisch, aber wenn er mit seinem Vater redet, redet er halt natürlich auf Englisch zu Hause. Und wenn er halt dann irgendwie mit seinen Mitschülern redet, dann ja, ist halt manchmal so eine Denglisch-Mischung, also so Deutsch-Englisch irgendwie so halb gemischt und so. Und das bringt ihm eigentlich ganz, ganz gut nahe, den Film, weil da kommt eine ganz gute Atmosphäre darüber. Ich lese mal hier zum Beispiel so eine Kritik vor. Ein kluger und schöner Film über das Erwachsenwerden, hat TV Movie geschrieben, hat auch Prädikat besonders wertvoll bekommen, lief auf dem Sundance Film Festival, ist da ziemlich abgefeiert worden. Und hier sind so ein paar Schlagworte vorne drauf auf dem Cover, wie zum Beispiel warmherzig, bissig und herzlich, charmant. Ja, trifft alles zu. Toller Film. Eigentlich das, was ich mir von diesem französischen Film aus der Sneak vielleicht erwartet hätte. Das war hier in diesem Film drin. Der kleine Junge spielt das auch echt gut. Es ist natürlich wie fast alle Coming-of-Age-Geschichten. Ich bin da ja auch schon eine Weile raus aus diesem Coming-of-Age-Thema. Also, dass ich erwachsen geworden bin, ist schon etwas länger her. Ich denke mal, wer da noch ein bisschen näher dran ist an diesem Thema, kann das vielleicht noch ein bisschen besser nachvollziehen und kann sich da vielleicht noch ein bisschen mehr reindenken. Aber mir hat er trotzdem sehr, sehr gut gefallen, der Film. Und ich weiß nicht, willst du den noch gucken da? Ich glaube schon. Dann, ich muss nur die Zeit finden. Ja, dann kannst du das ja gern mal machen. Und ich werde auf jeden Fall mal die Blu-ray und die DVD verlosen. Da mache ich so einen Beitrag wieder fertig, wie bei den letzten Malen. Das hat sich ja ganz gut bewährt. Die schwierige Frage, die es zu beantworten gilt, in welcher deutschen Stadt wohnen die beiden? Das hatte ich jetzt schon zum einen genannt, zum anderen wird das auch irgendwo vielleicht im Inhalt mit drinstehen. Da spielt noch eine Frau mit. Warte mal. Ich habe übrigens gerade gesehen, der hat bei This is the End mitgespielt. Ja, also doch. Die eine Frau, die kennen wir, wie hieß die? Da hat nämlich eine Frau mitgespielt, die bei diesem, warst du da eigentlich mit im Kino? Bei diesem unsäglichen deutschen Film, den wir letztens hatten. Diesen unerträglichen Eva Löbau hieß die Schauspielerin.
Die hat mitgespielt bei Einsamkeit und Sex und Mitleid, genau. Nee, den habe ich Gott sei Dank verpasst. Das war die, die den Callboy anheuert und dann wirklich ganz, ganz genaue Anweisungen gibt, wie er sie zu bedienen hat und mit welcher Art und Weise und von vorne und von hinten und wie und ganz genau beschreibt, bevor es losgeht. Ne? Ja, die spielt auch mit. Carla Juri spielt auch mit. Die könnte man kennen aus der Verfilmung von Feuchtgebiete, hieß das, glaube ich, hier dieser der Film. Mhm. Die spielt die Deutschlehrerin von ihm. Und ja, ich glaube, die anderen kennen wir jetzt nicht unbedingt so, aber die waren alle eigentlich ganz, ganz gut. Aber Story hat halt manchmal ein bisschen geholpert, aber es war trotzdem ein sehr, sehr schöner Film. Gut gemacht. Das, was damals vielleicht bei uns irgendwie zu meiner Zeit damals irgendwie La Boom, die Fete war, vielleicht sowas Ähnliches, aber eher so in die ja, Rap-Hip-Hop-Richtung, würde ich fast sagen. Aber davon können sich zwei Zuhörer dann selber überzeugen, die dann die Blu-ray und DVD gewinnen. Ansonsten, wen das interessiert, der kann auch gerne das dann kaufen. Ich werde es auch mal mit verlinken. Okay, dann sind wir durch mit den Filmen, die wir so geschaut haben und werfen doch mal einen Blick, wie es so in den Kinocharts hier in Stuttgart aussieht und bei den Neustarts in Stuttgart. Kinocharts. Ja, wenn sie das sagt, beginnen wir erstmal mit den Charts. Ich gucke gerade mal, wo das mit den Vögeln ist, das überhaupt noch hier irgendwo? Nee, ist gar nicht mehr. Doch hier, Platz 17 ist in Stuttgart, wenn meine Rechnung hier stimmt. Platz 10 ist, wenn du stirbst, zieht dein ganzes Leben an dir vorbei, sagen sie. Platz 9, King Arthur, Legend of the Sword. Platz 8, The Boss Baby. Platz 7, Alien Covenant. Platz 6, Honey und Nanny, mehr als beste Freunde. Platz 5 ist Die Mumie, die Neuauflage. Falls da schon jemand drin war, lieber Hörer, würde mich mal ein Kommentar interessieren, wie der ist. Ob man den gucken kann oder nicht. Platz 4, Guardians of the Galaxy 2. Platz 3 ist Gregs Tagebuch, Böse Falle. Platz 2 ist Baywatch. Und Platz 1, Pirates of the Caribbean, Salazars Rache. Ha. Und was läuft neu an in Stuttgart? Das ist doch bestimmt was für euch, oder? Wonder Woman? Ach nee, das ist DC. Durchaus. Ihr guckt ja nur Marvel, ja, oder? Wobei, aber der Wonder Woman-Film soll ziemlich gut sein. Okay, dann bin ich gespannt auf eure Wertung. Also der Wonder Woman-Film läuft an. Am 15.06. jetzt, da läuft auch an Maria Mafiosi, jeder sehnt sich nach Familie. Eine Liebeskomödie um die Polizistin Maria, die sich in den Sohn eines Mafiosi verliebt und ganz nebenbei einen Mord im beschaulichen Landsberg aufklären muss. Könnte auch auf den Tipp passen für Disney, kann ich mal noch mit, kann man mit vermerken, von wegen hier. So eine Art Romeo und Julia Geschichte im bayerischen Land, oder? Wo Landsberg, oder? Landsberg ist doch am Lech, oder? Ja. Bob der Baumeister, das Megateam, der Kinofilm. Hey, wusste ich gar nicht, dass es gibt. Gemeinsam mit seinen Freunden Buggy, Buddel, Heppo und Co. steht Bob in der Kinoadaption der erfolgreichen Animationsserie vor seiner bisher schwersten Aufgabe. Buddel. Ich lese nur vor hier. Ich kenne die alle nicht. Also das, ja, das. Wie warst du deinen Kleinen? Komischerweise nicht. Also ich weiß nicht, der hat das nicht geguckt. Das lief irgendwie nicht da auf den Sendern, die er geguckt hat. Da läuft dann so Paw Patrol und sowas. Also Paw Patrol findet er ganz toll und solche Sachen. Der wunderbare Garten der Bella Brown, eine magische Liebeskomödie um die schüchterne Bibliothekarin Bella Brown, die dank ihres mürrischen Nachbarn Alfie lernt, sich den eigenen Ängsten zu stellen. Mit Jessica Brown Findlay und Tom Wilkinson und Jeremy Irvine. Mädels-Trip, eine Komödie mit Goldie Hawn und Amy Schumer und Joan Cusack. Also nicht John Cusack, sondern Joan Cusack. Joan. Als ungleiches Frauenduo, das sich zusammenraufen muss, um den entgleisten Abenteuerurlaub in Ecuador zu überstehen. Amy Schumer halt. Ja. Ja. Also in der Sneak hätte ich ihn vielleicht genommen, anstatt diesem französischen Film von der letzten Woche hier, aber ja. Dann startet noch ein Biopic, nämlich über Tupac Shakur.
Der wurde ja 1996 erschossen in Las Vegas und er startet jetzt so lange her. Biopic, da ist auch jetzt irgendwie demnächst eine Premiere hier irgendwie in Innenstadtkinos. Da ist ein bisschen Feierei, habe ich gesehen. Dann startet noch das Belko-Experiment, ein Splatter-and-Gore-Film nach dem Drehbuch von Guardians of the Galaxy-Regisseur James Gunn, in dem 80 Büroangestellte zum Kampf auf Leben und Tod gezwungen werden. Das habe ich auch bei den Leinwandperlen gehört. Die haben den gesehen gehabt in der Sneak. Die meinen das irgendwie, ja, sind die irgendwie in so einem Haus und dann haben plötzlich alle Türen zugemacht und dann müssen die gegeneinander kämpfen, aber die fanden es jetzt nicht so besonders, glaube ich. Aber ziemlich cool besetzt. Würde den voll gern sehen. Klingt nach einer Neuauflage irgendwie von Battle Royale, falls das jemand kennt, diesen japanischen Film. Falls das die Hörer nicht kennen, dann unbedingt mal nachholen. Ist quasi, darauf basiert quasi so Tribute von Palem und die ganzen Geschichten und Running Man. Und, Loving, der Film, hat es ja vorhin schon erwähnt bei den Tipps. Mhm. Ich wünsche dir ein schönes Leben. Ach, das war ja... Hä? Das war doch auch bei den Tipps, ne? Kommt das war auch der andere Tipp, ja. Genau, ja. Was ist denn das? Hilfe, unser Lehrer ist ein Frosch. Sitas Lehrer hat ein außergewöhnliches Geheimnis. Denn er ist nicht nur Mensch, sondern auch Frosch. Deshalb muss Sita ihn vor Direktor Storch beschützen. Pah, was ist das? Kinderfilm, oder was? Okay, nie davon gehört. Entschuldigung, ich muss mal lachen. Kann ja der Chris mal reingehen. Film über Lehrer, kann er mal gucken. Okay, bei Serien, du hast was geguckt. Fünfte Staffel, wow. Hab noch nicht mal die anderen vier. Ich nehme es mir immer vor. Ich nehme es mir immer vor, sag mir, ich muss mir für neue Staffeln mehr Zeit lassen. Dann habe ich einfach länger was davon. Ja, und was ist das Ende vom Lied? Am Freitag kam die neue Staffel von Orange is the New Black raus und ich bin schon wieder durch mit allen 13 Folgen. Ich bin ein Junkie. Ist ganz schlimm. Orange is the New Black, wer es kennt, das ist ein Begriff, wer es nicht kennt, kurz um was es geht. Es geht um ein Frauengefängnis in Amerika, in Litchfield. Da sind mehrere Insassen drin. Die Serie fängt mit der ersten Staffel an, wo eine junge Frau ins Gefängnis kommt. Und die ist so quasi der Mittelpunkt der ersten Staffel. Es kommen dann aber immer mehr Charaktere dazu. Es passiert auch immer mehr in der Serie, wo dann sich einfach mehr als nur diese eine Hauptdarstellerin rausentwickelt. Und mittlerweile sind wir eben in der fünften Staffel. In der vierten Staffel wurde das Gefängnis privatisiert. Das hat keine guten Folgen gehabt. Und die vierte Staffel endet mit einem grandiosen Cliffhanger, denn die Insassinnen revoltieren und haben eine Waffe gefunden. Und die wird am Ende der Staffel auch in einer Art und Weise eingesetzt. Ich sage jetzt nichts dazu Größeres. Und die fünfte Staffel beginnt nahtlos. Also es ist quasi die erste Szene ist die gleiche wie die letzte Szene aus der vierten Staffel. Und wir sind in Litchfield während des Aufstandes und sehen, was dort passiert und wird dann auch nochmal genau diskutiert, warum es passiert. Und es gibt Geiseln und es gibt welche, die sind für den Aufstand, gibt es welche, die sind gegen den Aufstand, die ziehen sich dann eher so ein bisschen zurück. Und es geht heiß her, wie immer. Es ist pervers, wie immer. Und es ist wieder eine ereignisreiche Staffel, die, finde ich, sogar besser ist wie die letzte Staffel. Die letzte Staffel war schon echt gut, wobei da so ein paar Sachen waren, die ich einfach irgendwie so, das war so, ja, jetzt kommt doch endlich mal zum Punkt, ich hab's verstanden, die Geschichte, diese Side-Story ist langweilig, beendet sie mal. Haben wir jetzt hier in der Staffel überhaupt gar nicht gehabt, finde ich. Und auch hier endet die Staffel wieder mit einem sehr, sehr geilen Cliffhanger. Man weiß nicht, wie es weitergeht. Es könnte sich ab Staffel 6 könnte sich alles für jeden ändern. Und das finde ich wieder mal ein super grandioses Ende für eine Staffel. Und ja, ich habe es halt wieder mal geschafft, das in 2 Tagen durchzugucken. Ja, das geht ja gut mit Netflix und so. Die Staffel. Das ist immer das Gleiche mit mir. Ich habe für Fortsetzung folgt, habe ich ein paar Sachen geguckt. Ich werde jetzt mal keine Kritik dazu sagen,
weil dazu könnt ihr dann den Fortsetzungspodcast anhören, der dann, also wir nehmen morgen, am Dienstag nehmen wir auf, der wird dann irgendwie am Freitag erscheinen, schätze ich mal. Ich werde jetzt nochmal ganz kurz sagen, worum es geht. Und zwar das eine ist Netflix-Serie Feed the Beast, heißt das. Da spielt der eine von Friends mit hier, dessen Namen ich gerade nicht parat habe. Welcher? Ja, warte mal. Also, wie heißt er bei Friends? Feed the Beast. David Schwimmer heißt er. Ja. Der Schauspieler. Der spielt mit. Und zwar lebt er, ähnlich wie Morris in Amerika, lebt er mit seinem Sohn irgendwie zusammen. Sein Sohn spricht nicht mehr. Nämlich die Mutter ist bei einem Unfall gestorben und der Sohn musste das mit angucken. Seitdem spricht er nicht mehr. Und sein alter Kumpel kommt aus dem Knast, also seine Wohnung ist so eine Art, wie soll man es nennen, in so einem, wie so ein Fabrikgebäude, ein riesengroßer Raum, so ein Raum, weißt du wie? Und so loftartig. Da steht aber lauter so Zeug rum, so eine riesen Espressomaschine und irgendwelche Sachen, die man für ein Restaurant so braucht, so riesen Gasgrill, Gasherd und sowas, genau. Und ja, sein bester Kumpel kommt aus dem Gefängnis raus und dem sind gleich üble Typen auf den Fersen und der kommt irgendwie, versucht sich da einen Pass zu beschaffen, um irgendwie das Land zu verlassen, damit diese üblen Typen da nicht an ihn rankommen. Klappt alles nicht ganz so und dann muss er sich zu seinem alten Kumpel flüchten, zu eben diesem David Schwimmer und die haben beide früher zusammen in einem Restaurant gearbeitet. Der David Schwimmer, der war so Weinsommelier, der hat quasi den Leuten dann immer einen Wein zu ihrem Essen empfohlen in so einem ganz guten Restaurant und der andere war halt der Koch und da ist ein bisschen was schiefgegangen, das werde ich jetzt mal nicht verraten, was da alles war. Jedenfalls ja, planen die beiden dann wieder ein Restaurant zu eröffnen, um eben, ja, da, weil dem Jungen geht es durchaus besser, nachdem der Typ aus dem Knast da gekommen ist mit seiner etwas lockeren Art und der David Schwimmer, der ist halt ziemlich, ja, auch depressiv, der besucht da so Selbsthilfegruppen und sowas und, ach, der andere, sein Kumpel wird übrigens gespielt von Jim Sturgess, den hat man auch in diversen Filmen und Serien schon gesehen, irgendwie bei Upside Down hat, glaube ich, mitgespielt, bei Cloud Atlas und bei 21 hier, 21 hier mit den Pokersachen, ja, der hat halt so eine ganz bestimmte Art drauf und das ja, ist gut für den, tut dem Jungen gut, weil der hat auch diverse Probleme in der Schule und so, dadurch, dass er halt nicht spricht und die Jungs ihn dann dissen und verprügeln und so. Es spielt auch noch mit John Doman, den wird man vom Namen her nicht kennen, aber das Gesicht gefühlt in jedem Film und jeder Serie ist der drin, also Person of Interest, bei The Affair hat er mitgespielt, Gotham bei der Serie, viele, viele Filme, Serien, einfach mal gucken. Also wie gesagt, Feed the Beast, ich sage jetzt mal nicht, wie ich es fand, das werde ich dann ausführlich bei Fortsetzung folgt sagen. Darf ich was dazu sagen? Ja. Ich meine mich zu erinnern, dass ich gelesen habe, dass die Serie schon von letztem Jahr ist. Hast du da mal geguckt? Was steht hier? Warte mal. Da gerade die Seite auf. Die hatte wohl nur mäßigen Erfolg, soweit ich weiß. Steht jetzt hier, steht 2016. Also. Ja, letztes Jahr. Ja gut, produziert, aber keine Ahnung. Also, ja, okay. Die besprechen wir jetzt. Und dann noch auch eine Netflix-Serie, The Keepers. Und zwar ist das eine True-Crime-Serie, wo es halt um echte Kriminalfälle geht. Allerdings, ich dachte erst, mich erwarte da sowas wie bei Making a Murderer oder sowas, wo dann irgendwelche da ermitteln und machen und tun und so und versuchen da hinter das Geheimnis zu kommen und wir ermitteln quasi mit denen mit. Es ist ein bisschen so ähnlich vielleicht. Hier stehen eher die Personen im Vordergrund. Also zum einen wird natürlich der Kriminalfall wirklich lang und breit von allen Seiten erklärt und dann werden halt auch die Personen vorgestellt, die immer noch in diesen Fällen ermitteln, die teilweise irgendwie weit zurückliegen. Also in dem ersten Fall ist das irgendwas von 1969 und das lässt den Leuten halt keine Ruhe, weil das immer noch nicht aufgeklärt ist. Und da wird gezeigt, wie die halt so nachforschen und wie die ermitteln und was die so rausgefunden haben schon. Und dann endet auch schon irgendwie die Folge. Also man erfährt da sehr viel und dann endet die Folge und ich habe erstmal nur eine Folge geguckt. Ich habe nur gelesen, in der zweiten Folge geht es um einen ganz anderen Fall. Also anscheinend werden da hier
so Fälle vorgestellt, die wirklich passiert sind, die aber irgendwie so in Vergessenheit geraten sind, bis auf eine kleine Truppe, die das immer noch irgendwie, denen das keine Ruhe lässt. Also das sind so Fälle, ja, die, wo die Polizei schon irgendwie einen Haken dran gemacht hat, ist zwar ein ungelöster Fall, aber da wird sich nichts mehr ergeben. Oder FBI hat in dem ersten Fall auch den Finger drauf. Also, und da gibt es aber halt immer noch Leute, die da dran ermitteln, und solche Fälle werden halt vorgestellt, um vielleicht auch so XY-mäßig, dadurch, dass sie das jetzt wieder mal zeigen auf Netflix und einer breiteren Öffentlichkeit zugänglich machen, um vielleicht da irgendwie Hinweise zu bekommen, weil speziell bei dem ersten Fall war dann halt auch am Schluss in so einer Zusammenfassung gesagt, was sie sich wünschen, von wem sie noch Hinweise bräuchten oder welche Personen, die mal eine Aussage gemacht haben, irgendwie nicht mehr auffindbar sind und welche, mit welchen sie gerne mal reden würden und so. Ist ziemlich cool gemacht, wer sich für so True Crime Sachen interessiert. Oh, jetzt bin ich ja doch etwas in die Kritik reingegangen, ich wollte nichts sagen. also wie ich es genau fand, das müsst ihr dann bei Fortsetzung folgt. Und die dritte Serie, die verrate ich nicht, die wir da, also wir sprechen ja immer drei Sachen. Die dritte ist noch ein Geheimnis, die werde ich nicht verraten. Also ihr müsst auf jeden Fall bei Fortsetzung folgt reinhören, fortsetzungfolgt.net. Gleich mal ein bisschen featuren hier. Also Netflix, das waren die zwei Netflix. Die dritte, die wir haben, die ist nicht von Netflix. Haha. Die ist auch nicht von Amazon. ja. Okay, dann gucken wir doch mal hier in diese Rubrik. Oh, Kates Filmrätsel. Boah. Das war jetzt laut. Den Regler ein bisschen hochdreht, oder? Jetzt sind sie alle aufgewacht hier. Ja. Du musst ja deinen so mal auflösen von letzter Woche. Ich glaube aber, das wurde genau gelöst, oder? Ja, in den Kommentaren. Ja, selbstverständlich. Ich hatte nichts anderes erwartet. Der Thomas hat es gelöst. Und es war Safe Haven mit Josh Duhamel und Kobe Smulders und wie sie alle heißen. Oh, okay. Den hatten wir in der Sneak. Kann ich mich erinnern. Das war dieser, wirkte fast Nicholas wie... Nicholas Sparks Verfilmung. Ach, das war sogar Nicholas Sparks. Ich wollte gerade sagen, das wirkte so wie Nicholas Sparks. Der Thomas schreibt auch... trotz einiger überraschender Akzente ist der Film fast wie ein Prototyp einer Nicholas Sparks Verfilmung. Nicht nur ein Prototyp, es ist eine Nicholas Sparks Verfilmung. Eine ziemlich schöne. Ich habe am Sonntag, am Feiertag, genau. Wir haben ja sonntags aufgenommen und da lief der nämlich samstags auf Sky. Nee, stimmt gar nicht, auf ProSieben. Und lief der Sonntag, Samstagabend auf 7 und Montag am Feiertag kam die Wiederholung, da habe ich dann nochmal reingeschaut. Sehr okay, schön. Safe Haven. Ich habe es gerade nochmal aufgehört. Ich habe auch ein neues Rätsel. Ja, dann schieß mal los. Dann werde ich meins mal noch auflösen, was ja der Thomas nicht rausgekriegt hat. Oder er gibt sich keine Mühe bei meinen Rätseln. Das kann natürlich auch sein. Deine sind einfach viel zu schwer. Was? Ich habe doch schon einen Tipp gegeben das letzte Mal. Ah, ich mache... Genau, jetzt sag uns mal... Okay. Beschreib mal einen Film, der letztes Wochenende im Fernsehen lief und wir müssen alle wieder erraten, was es ist. Okay. Ein blinder Psychologe wird zufällig Zeuge, als ein schwer bewaffneter SEK-Polizist Amok läuft und sich in einem Supermarkt verschanzt. Das kann nur ein deutscher Film sein, oder? SEK? Sag ich nicht. Ja, sag ich. Aber welcher? Haha. Tatort. Immer. Okay, also, ihr habt es gehört, dann schreibt als Kommentar eure Lösung zu diesem Rätsel. Bin ja mal gespannt, wer es rauskriegt. Ich hatte ja letzte Woche eins, was zu schwer war wieder mal. Also das war ja, hieß ja Schwein gehabt. Wegen eines Schweins drückt der Autofahrer voll aufs Pedal, denn sonst wäre das Schwein tot. Und ich hatte ja schon gesagt, es handelt sich um einen Animationsfilm, also einen Zeichentrickfilm aus Deutschland. Und hey, was gibt's denn da schon? Es ist aus Werner, das muss kesseln. Und es steht hier, der Fahrer drückt voll aufs Gaspedal, denn er hat bei einer Wette sein geliebtes Hausschwein verloren. Und das käme auf den Hackklotz, wenn der Autofahrer nicht bei der Revanche das Rennen gewinnen und sein Hausschwein wieder erlösen würde. So, steht hier. Zeichentrickfilm nach den Comics von Brösel, Deutschland 1996. Ja. Und Werner, wie alles andere nicht. Soll ich mal das nächste machen, was hier drin steht? Vielleicht kriegt es ja irgendwann mal jemand raus. Erstmal gucken, ob ich den Film überhaupt kenne. Ah, den kenne ich. Ha.
Das kriegen sie bestimmt raus, also die Leute hier, die lieben Hörer. Das Rätsel lautet: Die Zombie-Killer. Die Stadt wimmelt von schlurfenden, beißwütigen Zombies. Dennoch gelingt es den noch lebenden Freunden, heil durch die Zombie-Horde zu gelangen und zu entkommen. Fallen mir auf den ersten Schlag zwei Filme ein. Psst. Okay. Ja, ich kann leider keine weiteren Tipps geben, weil ich glaube, es ist ein Film, den jeder kennt. Ich glaube, kennen noch mehr Leute als Werner, das muss kesseln. So, ich lege das hier oben drauf und da bin ich jetzt auch sicher, dass das jemand weiß hier. Also, ich glaube, ich weiß es schon. Der lief sogar bei uns damals in der Sneak, der Film. Ja, dann weiß ich es. In Gera. Also in Gera, nicht hier in Stuttgart. Nee, ich bin mir sicher, dass der bestimmt hier auch dann lief. Ja. Okay, dann bin ich sehr gespannt, was da für Lösungen eintreffen hier. Und werde doch gleich mal einen Blick auf die sonstigen Kommentare werfen hier. Das war das vom Thomas, hast du schon vorgelesen, zu Safe Haven. Mhm. Reise ins Ich hat der Thomas auch noch was geschrieben, das hatte ich ja beim letzten Mal. Ein Klassiker aus den 80er Jahren, den jeder kennen sollte. Starker Cast, komplett mit Spiellaune zu Werke geht. Eine kreative, fantasiereiche Geschichte mit mancher stark inszenierten Szene. Ein Klassiker aus meiner Jugend, immer wieder schön anzusehen. Und damals sah Meg Ryan noch gut aus. Ach, ich finde, die sah auch bei, wie ist dieser Tom Hanks Film da, mit dem Kaffee am, Shop Around the Corner hier, sah die auch noch ganz gut aus. Der Buchladen da, wie ist das? Ich gucke nicht so viel Meg Ryan Filme. War das SMS? Glasus in Seattle. Nein. War das SMS für dich? SMS für dich. Ja, genau. Ja. Das sah sie auch noch, glaube ich, ganz gut. Aber es gab von Die Reise ins Ich, das ist ja auch ein Remake gewesen. Da gab es nämlich vorher noch mal einen. Ich weiß bloß gerade nicht, wie der heißt. Der war noch ein bisschen älter. Vielleicht kann mir da mal jemand helfen. Ich habe es jetzt gerade mal schnell gesucht, nichts gefunden. Da gab es schon mal einen, wo so dann die Leute so auf der Leber rumgelaufen sind und so. Muss aber irgendwie noch mal 10 oder 20 Jahre her sein, also von 87 gesehen. Den hatte ich dann auch nur mal irgendwie abends auf dem ZDF gesehen. Ja, vielleicht weiß das jemand. Und die anderen Kommentare. Achso, halt, wir haben ja hier überhaupt was vergessen. Hier, wir haben ja auch einen Einspieler dafür eigentlich. die Steff hat auch noch geschrieben, Die Reise ins Ich ist tatsächlich eine ihrer frühesten Filmerinnerungen. Sie hat ihn damals mit ihrer Mama gesehen. Puh, da muss er schon älter gewesen sein, ey. Weil der Film ist ja eigentlich jetzt nicht so für ganz kleine Kinder. Es wird Anfang der 90er gewesen sein, meint sie. Sie weiß nicht genau, warum gerade dieser Film, aber er muss sie beeindruckt haben, dass sie auch heute noch ihn so in Erinnerung hat. Sie würde ihn gern nochmal schauen. Ich glaube, dass ich ihn insgesamt nur zweimal gesehen habe. Jedenfalls fand ich die Idee, mit einem U-Boot durch den Körper zu fahren, damals echt super. Den Film kann man echt empfehlen. Genau. Aber vielleicht, ich weiß gar nicht, ob du den Film, vielleicht hast du auch den ursprünglichen Film, auf den ich gerade nicht komme. Egal. Ah ja, und Steff hat mich ein bisschen angezählt wegen Fluch der Karibik und Transformers. Meine etwas provokante Aussage, dass das wahrscheinlich sich ein Großteil des Publikums teilt. Aber der Martin, der ja auch in einem Kino arbeitet, der hat geschrieben, kinoerfahrungsgemäß würde ich Transformers auf 70% männlich, 30% weiblich und beim Fluch der Karibik 50-50 schätzen. Ja, Martin, das hilft mir insgesamt nicht so viel weiter. Wichtig wäre zu wissen, gibt es da nennenswerte Besucherströme in die eine oder so, wie man es bei den Wahlen irgendwie sagt, so ja, jetzt haben so und so viel Prozent das gewählt und die sind jetzt rübergewandert zu der anderen Partei oder so. Oder vielleicht müsste man die Besucher einfach besser tracken irgendwie. Vielleicht gibt es da bei Moviepilot oder irgendeine Film-Community die Möglichkeit, dass man sehen kann, wer Transformers gut bewertet hat, hat auch Fluch der Karibik gut bewertet oder umgekehrt. Vielleicht gibt es da irgendeinen Hack. Vielleicht kann das irgendjemand über eine API irgendwie rausziehen. Da. Ich bin mir da fast sicher. Es ist zwar nur ein Bauchgefühl, aber ich glaube, ich habe recht. Keins von beiden. Aber die Steff, die hat schon, ich weiß gar nicht, hier bei, die war ja zu Gast bei den Leinwandperlen, hat schon über Fluch der Karibik gesagt, dass er irgendwie ganz gut fand. Schließt wohl an den, ich glaube, das ist jetzt mittlerweile der fünfte Teil, oder? Und der schließt wohl, glaube ich, an den dritten an, irgendwie, wenn ich mich recht erinnere. Das ist sogar schon der sechste Teil. Oder sechste? Weiß nicht. Ach, ich kann auch. Aber kann auch sein, dass ich irgendwie Quatsch erzähle, weil irgendwie
das geht bei mir leider bei wie vielen so Superheldenfilmen. Das ist einfach zu viel und irgendwie, wenn ich die da, diese Fluch der Karibik-Filme, das ist bei mir irgendwie so rückblickend gesehen. Außer dem ersten, da kann ich ungefähr noch so die Story erzählen, worum es da ging. Aber bei allen, was weiterkommt, irgendwie gibt es immer irgendwelche untoten Piraten, die von irgendwo herkommen und irgendwie eine Bedrohung darstellen. Und natürlich kann nur ein Mann das alles retten und irgendwie gefühlt ist es für mich immer die gleiche Story. Aber sorry, das ist halt nicht mein Ding. Ja, das waren soweit die Kommentare, oder? War es das? Ja. Dann vielen Dank für eure Kommentare. Bin dann gespannt, was ihr heute wieder alles zur Sendung habt. Und mal gucken, was so bei Amazon mittlerweile mal gekauft worden ist in der letzten Woche. Ich rufe mir das gleich mal auf hier. Das ist alles ein bisschen umständlicher geworden irgendwie bei Amazon, die Seite, wo ich das sehen kann. Also vielen Dank an alle, die diese Affiliate-Links genutzt haben. Das heißt, Affiliate-Links heißt, ich werde jetzt auch wieder zum Beispiel Morris aus Amerika verlinken oder vielleicht sogar Fluch der Karibik. Und wenn ihr das dann darüber bestellt, dann kriegen wir eine kleine Provision, die dann hier wieder für irgendwelche Gewinnspiele oder auch fürs Porto, wenn man hier die Sachen verschickt, glaubt man gar nicht. Hier spielen auch manchmal welche aus Österreich mit, was dann gleich ein Porto kostet. Das ist total irre. So, mal gucken. Vielen Dank an den oder die, die, was sind das? 6 leere Glasflaschen mit Bügelverschluss. Wer bestellt denn sowas bei Amazon? Man kann alles bei Amazon bestellen. Weil ja, aber wozu? Viele Sachen sind einfach, ja, warte mal, mit Bügelverschluss, das ist wahrscheinlich für Marmeladen. 6 leere Glasflaschen, das sieht aus wie, ja? wie so Bierflaschen. Ach so. Wie so. Bierflaschen. Vielleicht für irgendein Projekt. Vielleicht macht jemand, Sommer oder? Ach, ich habe ja mal vom Stefan mal so einen selbstgemachten Likör irgendwann mal geschickt bekommen. Ja. Das war auch in so einer Flasche. Vielleicht macht da jemand selber einen Schwarzbrenner sozusagen. Vielleicht brennt jemand schwarz. Schleenlikör oder dann so. Dann hat jemand einen Schraubenzieher bestellt. Einen Kreuzflügel-Schraubenzieher. Okay. Das war's. War gar nicht so viel diesmal. Aber trotzdem vielen Dank an alle, die da was bestellt haben. Und für alle, die uns unterstützen wollen, nutzt die Affiliate-Links oder wenn ihr da nichts findet oder wenn ihr sagt, oh, Amazon ist nicht so meins, ich bestelle lieber bei, keine Ahnung, eBay oder so, dann könnt ihr auch den KinoCast so unterstützen. Da gibt es nämlich auf der kinocast.net-Seite oben links so einen Button, der heißt Danke. Und dann seht ihr so ein paar Möglichkeiten. Zum Beispiel könnt ihr auch bei Auphonic uns Guthaben schenken. Das heißt, wir nutzen ja Auphonic zum Beispiel, damit der Klang immer ordentlich ist. Also der macht dann diverse Klangverbesserungen und sorgt dafür, dass es immer so einheitlich klingt und keine Störgeräusche großartig drin sind. Da könnt ihr uns Guthaben schenken oder auch direkt PayPal eine Spende machen, wenn ihr das möchtet, ne? Oder einfach so uns weiter empfehlen. Empfehlt uns auch Leuten, die vielleicht so noch gar keinen Podcast hören. Vielleicht gibt es Filmfans, die sagen, ja, ich gehe gerne in neue Filme, aber Podcast, weiß ich nicht, wie es geht. Ich stelle das auch öfters fest, bei mir auf Arbeit zum Beispiel, wenn manche Leute wissen wollen, so, ja, was machst du so und so. Irgendwie kommt man dann mal auf das Thema und dann so, hä, Podcast, okay. Mhm. Also mittlerweile haben ja zumindest die meisten schon mal davon gehört, dass es das gibt, aber was das nun genau ist und dass man da halt sich das schön zu Hause im WLAN alles aufs Mobilteil laden kann, aufs Smartphone und dann schön im Auto irgendwie auf längeren Strecken oder in der Bahn das Ganze auch offline hören kann, ohne dass man jetzt irgendwie surfen muss. Das ist immer ganz gut, wenn man das den Leuten mal erklärt. Und dann kommen viele dann auch auf den Geschmack. Die fangen dann meistens mit einem an und ist dann zumindest bei mir auf Arbeit so, den Leuten, denen ich das empfohlen habe oder einfach mal gesagt habe, ja, ich mache das und hier kannst du es finden und so kannst du es abonnieren. Ich frage dann, ja, hast du ein iPhone? Ja, guck mal, da hast du die Podcast-App schon drauf und dann machst du es so und so. Und meistens, wenn ich die dann irgendwann mal wieder treffe, nach ein paar Wochen, sagen die, ja, cool und so. Und ich habe jetzt noch den und den und den Podcast und so. Und da sind auch immer ganz gute Empfehlungen dabei. Finde ich auch immer ganz gut. Wenn ich auch mal was empfohlen bekomme, was irgendwie außerhalb von meiner Filterbubble entstanden ist. Ja, vielleicht, ja, liebe Hörer, genau, könnt ihr auch mal empfehlen. Als Kommentar, was sind so eure Lieblingspodcasts? So die üblichen verdächtigen Filmpodcasts, so Leinwandperlen, dann Nerd Talk, Sneakpot oder so, braucht ihr nicht erwähnen, die höre ich sowieso.
Vielleicht habt ihr noch irgendwelche anderen Filmpodcasts, die man hören sollte oder auch allgemein andere, so die Frind-Sachen höre ich auch, aber vielleicht hat noch jemand irgendwie gute Tipps. Jetzt stehen ja bald wieder, steht eine längere Urlaubsreise dann irgendwann mal an, da brauche ich auch ein bisschen Material. Jo, ansonsten wünschen wir euch eine wunderschöne Woche. Cremt euch gut ein bei der starken Sonneneinstrahlung. Lasst es euch gut gehen. Geht ins Kino. Oder hast du noch irgendwas? Nö. Alles gut. Ja. Dann vielen Dank, Kate, fürs Mitmachen. Bis nächste Woche dann. Sehr tschüss. Gerne. Mach's gut. Tschüss. Und jetzt kommt der Trailer zum Film. Ist vielleicht ein Irrtum. Falsch positiv. Ach, kommt das vor? Nein. Verfluchter Mist! Ah! Aber der Vater? Sag mal, hältst du mich für eine Hure? Nein. Du bist doch schon viel zu alt. Ich wusste gar nicht, dass Oma schwanger werden dürfen. Das wusste wohl niemand. Willst du mir damit sagen, du machst es immer noch mit Jean-Pierre? Oh. In deinem Bauch wohnt jetzt wieder ein kleiner Untermieter. Ein Untermieter? Ich würde ihn eher Hausbesetzer nennen. Du bist die älteste schwangere Frau auf der ganzen Welt. Du kastrierst mich systematisch. Ich kastriere dich, damit du aufhörst, mich zu schwängern. Der Arzt sagt, ich brauche Ruhe. Und vor allem kein Ärger. Du riechst nach Zigaretten. Was nicht leicht sein wird, weil mich allein schon ärgert, dass ich schwanger bin. In den nächsten 9 Monaten wird einfach alles an uns hängen bleiben. 35 Jahre lang blieb alles an mir hängen. Jetzt seid ihr mal an der Reihe. Du hast aber eine Wampe gekriegt, der Wahnsinn. Du bist eine Scheißmutter. In unserer Familie ist das Tradition. Was für eine schöne Familie. Mami, nicht die beste Vermieterin ausgesucht. Zoe, geh und zieh dich an. Man ist nicht im Schlafanzug. Aber ich habe keine sauberen Schlüpfer mehr. Na, dann machst du es eben wie alle. Drehst einfach einen um.